Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Trust and Betrayal. Die üblichen Verdächtigen, die ihr auch letzten Folge hattet, minus Meef Steve, der musste leider los, sind auch wieder am Start und wir versuchen weiter uns hier irgendwie nach vorne zu Jetzt katapultieren. schummeln. Genau. Das ist gerade total faszinierend, weil ich mich mit den ganzen Mods ehrlich gesagt überhaupt gar nicht auskenne. Ja, deswegen würde ich ja sagen, wir machen das so, wir machen Gruppen. Mit mindestens einem Typen, der sich mit dem Mod auskennt und einem, der sich nicht auskennt, dann sind wir nämlich effizienter, was das angeht. Gut, es kennt sich keiner mit Advanced Genetics aus, also passt das. Ja, doch, ich teilweise. Achso, okay. Das heißt, ich muss einen Haufen erstmal ineffizient anfangen, weil ich das nicht überhaupt nicht genau, angezeigt. Also, am besten, du fängst ineffizient an einfach. Was wird denn dir angezeigt? Oh, mein Minecraft-Fleck gerade. Wenn ich Manilium Ingot mit R anvisiere, dann wird mir gezeigt, dass ich das aus 9 Manilium Nuggets machen kann. Aber es wird mir nicht angezeigt, wie ich das quasi zusammenschmelzen muss. Das ist doch. Das ist ja doof. Das ist eine von den Büchern drin, warte. Hier, das Linkers Construct kann ich leider nicht. Da kann ich also, nicht du möchtest Manilium machen, ja? Ja, genau. Das muss ich da immer drin stehen. Das brauche ich. Wie heißt das Ding? V-Set. Ah, ein V-Set. Was, Schüler-VZ? Ach, nix. Nein, ein Faucet, ein Abfluss. Doch schon also, down. Und dann brauchst du noch schon down, den entsprechenden... braucht jemand Goldschwerter? Ich hab 4 Stück. Was brauche ich? Goldschwerter. Den behältst du gerne. Ne, zum Auffangen vom Block. Gerne. Dann gebe ich dir welche. Ich hab noch Stein. Mighty Smelting heißt das Ding. Stein ist besser als Gold, ne? Echt? Ja. Smelting ist das hat genau. Hat einfach das dritte Buch. Hält länger, ne? Ja, zweimal Material im Ja, Blut. Und macht mehr Schaden, glaube ich, ne? Also okay. Gold ist so stark wie Holz und hält aber nicht so lang. Aber wenn du willst, ich kann dir auch ein Eisenschwert geben, oder? Warte kurz, ich habe ein Eisen. Ja, sind ein paar zu viele Gespräche. Seraph Bricks. Seraph Bricks haben wir nicht mehr, ne? Nein. Aber das ist einfach, da brauchst du Gravel und Sand und das war's, oder? Nee, und Clay. Und Lehm, ja. Hat einfach zu wenig Spinnenauge. Mit ziemlicher Sicherheit hatten wir Spinnenaugen. Wenn nicht, ich kann auch einfach in meinem Spawner reingehen. Also, ah doch, ich hab 2 Spinnenaugen, okay. Na gut. Also brauchst du keine mehr. Mighty okay. Smelting, da ist doch das Buch. Das ist schade. Was, wo ist das Buch? Wo? Hier, ich hab das gerade hier in der einen Truhe gefunden. Ich lese mir schnell nach. Ja, mach mal. So, okay. Was du brauchst, ist quasi ein... Ja, lest mir, wie du das Zeug erstellst, genau, das ist für mich hier. Genau, kannst du mir ganz kurz noch was sagen? Ganz kurz, bevor du das vorliest. Weil ja. Wer hat von euch jetzt mit der Lumberjack den großen Baum abgebaut? Ich. Kann ich mir die Lumberjack ausbauen? Wenn du sie wiederbringst, ja. Nee, das mach ich nicht. Wenn ich sie wieder hergebe, oder was? Ja, genau, wenn du sie mir wiederbringst. Guten, ja, weiß nicht, was er machen soll. Guten, du kannst Clay bei Dardos Haus? Clay. Ich weiß, was du brauchst, ist ein... Nee. Der Guten hat einen Job gekriegt, so. Okay, Leere Hand, riss die Tür nicht auf. Leere Hand, okay. Was denn? Brother, was du brauchst, um den Block quasi rauszuholen, ist ein Casting Basin, so heißt das. Da brauchst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seared Bricks für. Und zwar die Ingot Bricks quasi, also nicht fertige. Und die machst du dann in U-Form. Und dann kriegst du so ein Ding, wo du quasi das ablassen kannst, das Metall, was drin ist. So, das war das. Und okay, brauche ich aber gar nicht mehr, aber ist egal. Wo ist der? Da, wieso brauchst du das nicht mehr? Ja, ich hab gerade eine neue Idee. Braucht irgendein Mensch von euch Gastränen? Im Moment brauchen wir auf jeden Fall was von diesem lila Zeug, weil sonst wird der Bache nicht fertig. Der ist Kobalt und Adit. 2 Kobalt, 2 Adit macht ein. Manilium. Manilium. Genau. Darf ich meine rote Wolle versetzen, wenn ich das Haus ausbaue? Oh, fuck. Ich glaube, ich sterbe. Wie meinst du das? Ich darf eigentlich rote Wolle nicht abbauen. Ich hoffe, dass das so geht, ich bin mir mal nicht mehr sicher. Ja, ich baue das Haus drumherum. Ich habe meine Wolle auch immer wieder abgebaut. Oder wie meinst du das? Ja, eigentlich davon darfst du es vom Haus nicht wegmachen. Ja, von meinem eigenen hast Haus. Du jetzt, kann, hast du so ein Liederzeug? Wie weiter, das machen? Wieder hin? Yes. Kann ich gleich holen. Das müssen wir uns halt dann reinschmelzen. Sogar, ja, schmelz da rein. Das ist kein Problem. Das Eisen, was da drin, stört ja nicht, oder? Nee, das sollte eigentlich nicht stören. Boah, wie kann schnell man Hunger bekommt, Leute. Wir haben ja genügend Dings. Da ist Kobalt und da ist Adit. Noch Diamanten natürlich auch mal hier rein, ne? So, braucht ihr jetzt noch Kobalt? Ich hab noch ein bisschen. Werden wir auf jeden Fall brauchen, wenn wir mehr schmelzen wollen, ja. Aber ich möchte gerne auch ein Schwert haben, gell? Ja, ja, logisch, natürlich. Wenn ich schon was dazu leiste, weißt du. So, warte. Wo habe ich das Kobalt? Da habe ich. Ich habe 28 Kobalt. Mal zu euch. Aber Adit habe ich dafür keins, Leute. Du kannst das übrigens auch oben in den Trichter reinpacken jetzt, ne? Dafür habe ich ihn draufgesetzt. Wo seid ihr? Okay. Ihr seid wahrscheinlich am Spawn, ne? Ja, weil da kannst du oben mehr Sachen reintun, einfach, weißt du? Ja, alles klar. Wo seid ihr?
Bei dem Amtsbauern an diesem coolen Haus mit diesem Schisselstein. Ah ja, dort, wo man mit der Hand draufschlagen muss. Haben wir keinen Lava mehr, kann das sein? Der ist hier, Tank ist leer. Ach, der schmilzt nichts mehr. Wir brauchen Lava. Ich gehe Lava suchen. Lava? Ja, Lava. Ich hätte eine Höhle gebuddelt zu einem Lava-Vorkommen. Oder geht einfach in den Nether. Du bist los. Weißt du, ich weiß keiner da, ich gehe in den Nether. Ja, haben wir Eimer? Ich hab einen Eimer, einen. Nummer 1, hier ist die Tür offen, okay, was muss ich machen? Wo muss ich jetzt meinen Kobalt reinschmeißen? Wo ist mein Eimer eigentlich? Ja. Ach, da, verloren, ist Mentory, ne? Gestorben bin. Nee, hier. Komm zurück. Ja, das auf einmal reinschmeißen. Ja, muss ich alles auf einmal reinschmeißen. Kann ich in der Hölle auch als Fledermaus rumfliegen? Ja, ne? Ja. Aber du hast keine Blaze-Form, dann lass mich Lava sammeln. Eine Frage, was ist denn Lugard, Jeff? Das hast du mich nicht? Du hast keine Blaze-Form, das heißt, du bist nicht Feuerimmun. Oh, da sind Gene drin. Darf man die nehmen? Wem gehört die Truhe da? Wer denn? Da ist eine bewegbare Truhe oder so. Ach so, das ist ein Haustier. Lass mich anfassen. Ach so, ja. Ja, die spawnen nicht, manchmal. Deswegen haben sie für alle verlangt, dass du die Regeln lernst. Damit du sowas merkst. Eigentlich können die auch aufheben. Das heißt, eigentlich ist er selber schuld, wenn du sie jetzt ausbrauchst. Aber es ist halt die Safe-Zone, deswegen darfst du es nicht. Ah ja, okay, passt. Wäre es nicht die Safe-Zone, hättest du es jetzt nehmen können, ja. Direkt. Gibt's hier nicht einen sinnvollen Weg hoch zum Spawn? Greifen mich diese Schweine automatisch an, oder? Die Zombie-Pigmen? Nur wenn du sie angreifst. Die Spinnen greifen dich an und die Gas. Ah, ich bin schon wieder zurück, ich hab meinen Lava-Eimer schon. Okay. Ah ja. Ist halt in Lohnform sehr leicht, weil du da immun bist gegen Feuer. Okay, Maru. Ja, ich stehe immer noch bei dem roten Haus. Wo wohnt Dalu? Komm doch erstmal runter zum Haus hier. Ja, bin ich. Draußen, neben Sprachgewalt. Draußen neben Sprachgewalt? Ja, ich bin. Ja, hier. Ja. Hat irgendeiner schon mal Info im Gebiet mit Clay gefunden? Pass auf, im Haus schmeißt, dass du sie nicht nach rechts ziehst, ne, dann verschwindet sie. Ah, das wird auch gleich wieder leer sein hier. Wenn du sie mir zurückgibst, nicht nach rechts ziehst, auf dieses Menüfeld, dann verschwindet sie. Nee, ich geh noch eben schnell rein oder auch wenn du E drückst. Ich mach jetzt noch ein paar Eimer im Schnell und dann geh ich noch ein paar runter. Das ist rechts ein Haufen Items. Achso, du meinst jetzt ins Not Enough Items. Genau, dann verschwindet das. Ernsthaft? Das ist ja der totale Bark, Alter. Bark. Egal, das heißt theoretisch, jetzt kann ich alle mit einem Eis. Muss unten auf den ersten Block hauen, genau. Unten an die Ecke hauen und fallen alle unter. Yes, Alter, yes. Creeper hier. Ist die schwer zu bauen? Nein. Ja, geil, Creeper und ich lagge, das ist immer so unschön. Wo ist der Creeper? Hier direkt vor unserer Haustür quasi. Achso, ja gut, ich fliege mal raus. Alter, ist das geil. Ich hab ihn gekillt. Wie super ist denn das? Was habt ihr denn jetzt? Ja. Macht da alles, Kario? Nee, ich hab, was meinst du? Also ich hab jetzt Lumberjack endlich. Lumberjack Eggs. Ich hab die Lumberjack Eggs, und ich habe ein bisschen Kobalt zu euch gebracht. Oh. In der Hölle hätte ruhig mal ein bisschen mehr Lava sein können, oder? Unser Spawn ist ja kaum Lava. Stimmt, ja. In der Nähe des Spawns ist fast keine Lava, stimmt. Ich habe meine Minions aber einen Tunnel buddeln lassen bis zur Lava. Wo soll ich fliegen? So. Ich frage mich einfach die Lava ab, die von oben runterfließt. Und ich muss jetzt noch sagen, hallo Nick. Hallo Nick. Was? Nick. Hallo Nick? Wieso Nick? Ja, musste ich machen. Er hat wahrscheinlich irgendwie eine Nachricht bekommen. Hey, bitte nenn mich mal. So in der Art. Der kopflose Nick. Oder hey, grüß mich mal. Was ist das für ein Viech? Was denn? Der kopflose Nick. Ey, ne, wieso gibt's keinen sinnvollen Weg zum Spawn hoch? Kann mir das mal irgendjemand verraten? Ey? Flieg doch einfach. Wie soll ich denn fliegen? Ach, du hast doch keine Fledermaus oder was? Soll ich mich in Gast verwandeln oder was? Kann Daniel? Gast auch Daniel? Ja. Ja. Nee, oder wer kann jetzt nicht fliegen? Ich. Ich auch noch nicht. Buden? Ja, ich Daniel. Nee, sprach Daniel, okay. Mann, Alter, ohne Witz. Ich weiß nichts mehr. Okay, dann kommst du kurz zu meinem Haus. Ich habe unter meinem Haus eine Höhle. Da sind weitestgehend eigentlich immer so viele Fledermäuse, die... Ja, alles klar. Ich bin dich einfach immer, damit es kein anderer haben kann. Ohne Witz. Also, ich habe letztens, wie gesagt, schon in der ersten Folge waren, glaube ich, 3-4 Fledermäuse dort. Und ich habe mit Team Blau aufgenommen zusammen. Und habe dann gesagt so, hey Leute, das sind Fledermäuse. Und sie so, wo? Ich so... Die kriegt ihr nicht. Tot. Ja, ich hab sie einfach umgebracht. Ja, wirklich, ohne Witz. Zum Glück weiß ich ja, wo du wohnst. Wurde ja auch gesagt, mein Haus wäre kleiner als mein Garten, deswegen ist mein Garten nicht safe. Ja. Ja, das hast du die Regeln nicht gelesen, ne? Das ist so krass, wie viele Leute die Regeln nicht kennen. Hallo, bei 500 Zeilen geht das nicht. Ach bitte, da ist ein Witz. Das ist ein Witz? Das ist echt ein Witz. Nee, gar nicht wahr. Also das nächste Projekt wird auf jeden Fall mehr Regeln kriegen. Weißt du, noch wie viele mehr? Wörter ich jede Woche schreibe? Also 500 Zeilen. So, dein Haus war doch hier irgendwo die Richtung. Hallo, das ist mehr, als ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Verstehe. Hä? Dein Haus war doch hier irgendwo. Habe ja sogar die Nutzungsbedingungen durchgelesen. Ja, ist dein Haus weg? Hast du dein Haus abgebaut? Meins? Ja. Nein.
in ein Haus? Bin ich blöd? Meinen Sie es noch da? Warte, das ist eine rhetorische Frage gewesen, nur so nebenbei. Ich habe jetzt Molten Kobalt, was soll ich damit? Ja, Ardite und Dings muss zusammen irgendwie... Ja, aber bis jetzt ist nur Kobalt drin, was haben wir jetzt noch? Ach, Ardite ist noch nicht geschmolzen, alles klar. Ardite muss noch rein, ja. Ja, das schmilzt gerade noch. Wie viel haben wir denn? Haben wir genug für jeden von uns ein Schwert zu machen? Fuck, hier muss doch irgendwo sein Haus stehen. Was braucht der Rapier denn für ein Stückchen? Braucht er die große oder die kleine Binding? Nee, der braucht gar kein Binding, der braucht das kleine Guard. Aber ich dachte, man kann ein aber Schwert drauflassen. Da müssen wir erst ein Casting für machen. Das Blade-Casting habe ich gerade dabei. Leute? Ja, kurz. Wird das jetzt ein Rapier oder wird das ein Schwert? Ein Rapier. Du kannst auch das ein ist halt sehr viel haben. Aber Rapier ist halt sehr viel schneller. Und viel, also. Ja, wir wollen ja Quartus in den Helm packen wegen Bonus-Damage. Achso, ja gut, dann nehmen wir halt Papier, gut. Ach, jetzt bin ich hier reingefallen, das ist doch zum Kotzen, ey. Machen wir das mit Papier oder was, dann, damit wir mehr Plätze kriegen zum Aufwerten? Papier aber wäre gut, wenn wir Papier hält da weniger aus als Manilium, oder? Nein, Papier es hat tatsächlich den Effekt, dass du mehr Verzauberung kannst. Ja, das weiß ich, aber der steht ja in den Büchlein drin, dass Papier halt nur 0,3 Modifier hat. Ja, aber du tust dann einfach einen Diamanten für die Halbgehalt mit rein, als Verzauberung quasi. Okay. So, wo ist denn die Höhle unter deinem Dingsziel? Muss ich da hier reinführen oder wie? Ja, aber du hast noch keine Erlaubnis. Ja. Bitch. Ich bin... Hol dich rein, dann zieh die Erlaubnis nicht. Ich glaube es nicht. So. Warte, ich komm kurz. Ach ja. Ich habe gerade schon, ich glaube, warte, 4, 5, 5 Stacks, 5,5 Stacks Holz und trotzdem noch nicht genug. Daniel, du kannst nicht fliegen, oder? Nein. Du hast auch noch kein Vieh, das dir keinen Fallschaden gewährt, oder? Warte. Hab ich schon mal ein Hühnchen getötet? Nee. Genial, dann kann man von den Bergen. Er hat noch kein Hühnchen. Eine Spinne habe ich aber getötet. Ich morph mal eben eine Spinne. Da müsste ich ja eigentlich die Wände klettern können, oder? Oh, das wollte ich nicht bauen, oh, verdammt. Solltest du können. Geh mal rauf. Rauf. So. Hallo? Geht das? Ja, geht. Du lagst bei mir, du bist bei mir noch immer unten. Geh nochmal rauf, bitte, auf die Wand. Okay, passt, das geht. Achtung! Wobei. Nee, das geht nicht, du bist zu groß. Egal, passt. Dann muss ich kurz was machen, und zwar... Hast du eine Fackel zufällig? Ja, habe ich. Setz sie mal bitte hier, einfach irgendwo. Dankeschön. Irgendwo hier, unter meinem Haus... setz sie nochmal. Irgendwo... Nein, nicht dort! Was macht ihr denn da jetzt? Klingt auf jeden Fall falsch. Klingt tödlich. Es sieht auch falsch aus. Ich zerstöre gerade mein eigenes Haus. Ich weiß nicht mehr, wo der Eingang ist. Heilige! Da ist der Eingang! Da ist der Eingang direkt unter der... Finde ich schön aus, aber ist praktisch. Und jetzt geht er mal... Ja, eben, deswegen kannst du als normale Person rein. Das ist... Okay, muss ich mir wieder zurück. Mir wurde geschrieben, man kann nicht... In welche Richtung ist dein Haus vom Spawn aus? Im Westen. Man sollte sich doch eine kleine Dschungelspinne besorgen, weil die unterhalb des Labs durchlaufen darf. Bitteschön. Ah, so, ja. Und jetzt kommst du hier durch. Komm mit. Ja, ne, komm. Okay. So. Und jetzt hier runter. Und ja, mein Freund, du darfst mein Haus nicht abbauen, das heißt, du kommst hier nie wieder raus. Guck. So. Okay, und jetzt hier entlang, genau. Da entlang. Ja, geradeaus, jawohl, da unten weiter, darauf. Klingt ja spannend, was ihr macht, ne? Alter, hier, kann. Hinter dir. Ja, Nein, du darfst nichts abbauen. Bitch. So. Aber das Moss wäre gut, wenn wir uns für unsere Waffen Moss holen. Dann brauchst du auch nur eine Schüssel. Dann kriegst du ein Moss ohne Ende. Siehst du? Okay. Kennt sich schon jemand aus. Also, hier unten sind meistens Fledermäuse gewesen, so 4-5 Stück. Ja, hier, da ist eine. Töte sie! Nee, das bin ich! Brauche ich einen. Das bin ich hier! Lass mich doch, wenn du rumfliegst, sehe ich nicht, ob du das bist oder nicht. Okay, warte. Das ist zu schnell dann. Ja, warte kurz. Guck mal. Stopp! Bevor ich jetzt wieder was mache. Ist es verboten, sich in jemanden anderen zu verwandeln? Nee, das darfst du. Yes! Ich weiß wenn auch, du denjenigen getötet hast schon, ne? Ist klar. Ja, hab ich schon. Ja, keine Sorge. Hallo! Hallo, Spiegelbild. Ist ja schön, dich zu sehen. No. Ja, ne? Das Lustige ist, ich verrate das mal euch jetzt hier. Ja. Wenn ihr euch jemand verwandelt, der gerade in Team Blau ist, dann steht bei euch auch der blaue Name von ihm da drin. Ach, hab ich schon bemerkt, ja. Ach, nice. Geil, das hab ich noch nicht bemerkt. Also, ich sehe und höre momentan keine Fledermaus hier. Das Cario könntest du mir mal vom Spawn aus zeigen, wo dein Haus ist. Ich glaube, ich finde das nicht. Ach so, ja, cool. Gut, ich komme dir entgegen. Oh, oder, hey, Sprachgewalt, mach du das. Was? Ihm entgegenkommen. Du weißt doch, was ich meine. Wieso? Ich sagte, ich soll mir jetzt hier eine Fledermaus nehmen. Kommst du ihm entgegen? Ja oder nein? Ja. Okay. So, wie kann man das jetzt...
So, er zeigt dir jetzt dann gleich, wo mein Haus ist, ja? Musst du natürlich erstmal wieder hier hochfinden bei dir. Was hab ich denn jetzt gemacht? Was ist denn das für ein Zeug? Das hier Eisen und... Oh Gott, jetzt hab ich einen Scrapper. Ich glaube, ich verlaufe mich gerade bei dir, Miskario. So, Wieso ist das ein Iron geworden? Molten Iron. Achso, das ist rot. Ich möchte Gasgene haben. What? Wo bin ich hier? Wie macht man das jetzt nochmal automatisch? Wieso springt der denn nicht? Bandsgene. Kann ich das hier so machen? Mach mal nach. Brauche ich dafür richtigen Stein? Miskario? Finde ich ja nicht mehr raus. Wie, du findest nicht mehr raus? Schalter. Wo geht's denn hier raus? Egal, bleib einfach. Suche einfach okay. Die Fledermaus. Da ist irgendwie eine Fledermaus. Hol dich dann gleich wieder ab, okay? Ja, super. Definitiv. Ja. Guck mal, wer da ist. Da ist eine Fledermaus, ne? Oh. So, ja. Guck mal, wer da ist. So geht das nicht. Hallo, ich bin Sprachgewalt. Hallo. Aber erstmal komisches Körperding. Okay, kommst du mit? Jo. Du kannst auch... Oh, wenn ich jetzt wüsste, wie das geht. Boah. So, okay. Du kannst auch nicht fliegen, oder? Ich hast, du schon, hast du schon ein Hühnchen gehabt? Ja. Okay, dann, ich hab nämlich, glaube ich, auch noch kein Hühnchen, oder? Warte. Warte, kannst, ich will auch was Hühnchen denn? Probieren. Ich hab was? Noch kein Hühnchen. Egal, da bin ich halt, ne? Hier runterspringen, Hexen. Oder was? Genau, spring einfach kurz runter. Blub, blub, blub. Oh Gott, boah, ich bin beinahe nicht geflogen. Du bist eine Biene? Ja. Cool. Ist keine verdammte Fledermaus. Bürgermeister Biene. Also, normalerweise sind da... Den nächsten Berg auch runter? Wer wohnt hier denn Schönes? Nee, hier entlang. Da, komm mit. Ach, hier ist das Karos Haus. Hm? Dein Haus gefunden. Wann? Wo? Draußen. In der Wildnis. Draußen in der Wildnis. Hier rein oder was? Nee, hier geradeaus, hier weiter, hier vorne. Einfach geradeaus weiter, genau. Also das braucht Enderman-Gene, brauchen wir... Nee, das Wichtigste ist einfach, dass wir fliegen können. Fledermaus-Gene. Fledermaus-Gene? Okay. Ach, hier, okay. Dann das ist mein Haus. Am besten noch Gas-Gene. Dass man Feuerbälle schmeißen und kann. Ich muss ganz kurz was machen, weil ich denke gerade, er findet den Weg nicht mehr raus. Was für ein Kind, ey. So. Und ich hole ihn mal ab. Guck mal, Chicken und Fledermaus gehen erstmal diesen billig. Hallo. Darf ich reingehen? Das wüsste. Hallo, Daniel. Hallo. Ja, hallo. Ja, ich hole dich wieder ab. Ja, ich hole dich ab vom Kindergarten. Willst du nicht nach Hause? Ich will erst mit Fledermaus. Ja, ich weiß, dass du das bist. Nee, Creeper-Gene brauche ich nicht. Im Normalfall sind da wirklich massenweise gewesen. Vielleicht liegt es daran... LOL! Wo hast sind du die mein Explosion? Haus? Ist mein Haus kaputt? Nein, das bin ich. Ich hab auch nur gut. Explosion. Aber du kannst mir kurz hier, Miskario, hier, wo ich bin. Siehst du mich? Moment, ja. Gut. Hier, wo ich bin, hier geht's irgendwie runter. Hier. Ja. So also Wasserfall runter und. Soll ich nachschauen, okay. Ja, schau doch mal nach, ob da vielleicht wieder Moss ist, weil sonst spring ich einfach runter und snack mir da eine weg. Sogar noch eine Torch, finde ich gut. Darf ich in dein Haus reingehen? Da ist nichts drin. Wenn ihr viele Fledermäuse also, findet, könnt ihr mal ins Haus darfst du das noch nicht in den Raum reingehen. Genau, du darfst nur nicht in den Raum rein. Da ist eine Fledermaus. Ja, komm. Wie komme ich denn zu euch da runter? Das sind ja viele Fledermäuse oder nur eine? Gerade sehe ich nur eine. Also ich höre mindestens eine hier. Weil ich brauche Fledermaus-Schuppen. Schuppen? Ja. Warte, stopp, nicht töten, nicht töten. Sprachgewalt töte sie nicht. Ich weiß, wie das geht. Man braucht ein wie heißt der? Wie heißt das Gerät? Wie heißt der Gerät? Der Scrapper? Ja, aber der eine könnte ja töten, ich brauche ein paar mehr. Nee, passt schon, nee, du brauchst nicht ein paar mehr, glaub mir. Darf ich durch dein Haus durchgehen? Du brauchst nicht ins Haus dafür. Warte, okay. Du musst nicht ins Haus und zweitens nicht töten, okay? Töte nicht die Fledermaus. Nein, mach ich nicht, ist gut, keine Hacker. Ich bin bei deinem Haus, wo muss ich hin? Okay, Maru, du brauchst nicht mehrere Fledermäuse. Okay, wo bist du? Gib mir den Scrapper kurz, ich bin bei meinem Haus. Okay, dann gleich wieder hinterher fliegen. Na, darfst du. Okay, komm her da. Und wirf mir den Scrapper nach unten. Da, wo die Spinne ist? Ich guck auch was nachher, nicht bei mir. Nee, nicht da, nein. Wirf mir hier auf das Quarz bitte den Scrapper runter. Ja, wie komme ich denn jetzt da runter? Du brauchst nur eine einzige, weil der Scrapper sammelt so viel ein davon. Okay. Ach, hier unten drunter? Wie gesagt, ja, aber cool. Wie gesagt, das baue ich dann später wieder zu, damit keiner reinkommt, ne? Ich bin ja nicht so nett. Ja, das ist, da darf keiner reingehen eigentlich. Ach, eben, ja, darf keiner reingehen. Wir machen es einfach irgendwie so. Jetzt brauche ich hier einen. Okay, Sprachgewalt? Ja. Du hast die Fledermaus aber noch im Auge, ne? Naja, ich höre sie. Die ist irgendwo da oben in dem dunklen Gang drin. Okay. Muss ich gleich erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich am besten Weg. Ich hab dich gleich wieder, ja? Naja. Das geht schon mal. Den haben wir dabei.
Hammer. So, ich bin wieder da. So, wo ist die Fledermaus? Also, ich bin hier hinter dir gerade. Wo ist die Fledermaus? Ich denke, die ist hier im Gang drin. Okay, warte. Oh nee, Let's Alter, oh nee. Ich höre sie nicht. Doch, ich höre sie. Da oben ist sie, da oben. Da! Bleib stehen, du Bastard! Grab sie, los! Yes! Bleib doch stehen! Ich weiß nicht, wie ich sie sehen kann. Warte, ich brauch deine Hilfe. Ja, ich komme sofort hoch. Ich verwandle nicht, wenn ich mich auf sein Haus. Man bekommt nämlich solche Hautfetzen oder wie man das nennt, Skin Scales. Verwandle ich mal kurz, wenn ich mich auf sein Haus. Wie viele davon brauchst du ungefähr? Ich mache die meisten, wenn ich mit Coos Crabs machen, damit ich da nicht so viel Gene verschwende. Ja, aber wie viele Scraps brauchst du denn? Na, so viel wie möglich. Ja, sie ist tot. Okay. Und wir haben. Nein. Hast du ein paar Scales eingesammelt? Ich habe ein paar Scales eingesammelt. Ach scheiße, nein! Ja, wieso ist die denn gestorben? Ja, weil jetzt macht zwar nur ganz wenig Schaden, aber so ein Spiel macht auch nicht viel HP. Ach, tut mir leid, Daniel, tut mir leid. Bist du das Maro, der hier flattert gerade? Das Hühnchen, ja. Das ist das Hühnchen? Ein Hühnchen. Ja, ich bin der gerade flattert. Ich sehe dich aber nicht, sonst würde ich dir eben die Scales geben wollen von der Fliege. Achso, warte, ja, ich komme. Ne, ich muss dir kurz Kohle einsammeln, weil. Alle Sprache, aber ich bin direkt rechts neben dir. Machen wir mal zu einer West. Kennt sich einer von euch mit den Mods aus? Mit welchen? So, dass ich etwas automatisieren kann, also so wie eine Glock. Gibt es irgendwie so eine Glock-Art? Das ist Redstone, das ist Vanilla. Ich will das nur in einem Block bauen. Nicht in der ganzen Glock. Ja, nee, da habe ich keine Ahnung. So, wie viele Scales waren das? Okay, wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, okay, 18 Scales. Das sind genug. Wie kommt man da runter in die Höhle? Und, Wie kommt man denn runter in die Höhle, wo die, unter seinem Haus so ein, Sprachgewalt? Ja. Ist eine neue Fledermaus. Kommst du wieder mit? Ist eine neue Fledermaus. Oh, das bin ich? Nein, hier sind die gequetscht. Oh, quietschen. Wo denn? Spieler quietschen auch, ja. Ohne Witz. Sprachgewalt, brauchst du gerade meine... Soll ich nicht? Nein. Brauchst du das? Ja. Okay, dann kriegst du es auch gleich von mir zurück. Er baut einfach meine Herzen ab, Mann. Ja, das ist hier Quantum-Zeug. Hallo? Hallo. Wer ist denn das? Hallo. Das ist Guten. Das ist Kario. Ach, das Guten. Bist du. Guten und ich, ja. Hallo. So, wie komme ich jetzt da hoch? Haha. Alter, hast du dich gerade wirklich... Ich hab mich verlaufen. Du hast dich in meine... Das ist ja, mein Keller, Mann. So, wo ist denn jetzt das blöde Fledermausviech? Meine Güte. Das ist schon wieder weg. Das war ein Loch in der Erde. Ich buddel mich, glaube ich, nach oben raus, weil ich den Weg nicht mehr finde. Guten, das ist tot, das Fledermausvieh. Es existiert nicht mehr. Wo bin ich? Wo geht's raus? Ich hab mich verlaufen. Soll ich euch jetzt nochmal raushelfen oder wollt ihr keine Hilfe? Da ist ein Chicken! Ja, okay, ich bin das Chicken. Achso. Ich gucke mir immer nach oben durch. Guten, kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Was denn? Nee, lieber doch nicht. Ein Hut aufsetzen oder so, das wär's. Glaubst du, das sieht gut aus? Nee, ja, nee, cool, dankeschön. Bitteschön, dafür laufen. Behalte ich aber auch das Quantum so. Nein! Ich hab keinen Hut dabei. Siehst du was und find es nicht. Hey, da ist ein Fledermaus! Bin ich. Wo? Achso, okay, nee, das ist Marco. Gibt's doch wohl nicht. Dann. Ja, okay, Leute, komm, wir gehen wieder raus. Komm. Hier ist da unten ein Spawner, hey. Nein, das ist meiner. Kannst du mir die Schuppen geben? Ja, kann ich. Ich bin gleich wieder da für euch. Kann bitte nichts aus dem Spawner rausnehmen, bitte. Nee, ich mach da nix. Oh, guck mal, ein Spawner, den baue ich jetzt ab. Hier hinten vielleicht noch eine Fledermaus oder so? So, hier, Achtung, ich gebe euch Scales. Ich bin die Fledermaus, ich war da hinten. Hier. Ja, da, hallo. So, ja. Eins Scale, zwei, drei, Bitteschön. So, ich leg dir mal das Erz quasi in die Truhe mal eben schnell rein, ja? Ja, mach das. Es ist zu viel. Da, bitteschön. Ja, was ist zu viel? Zu viel Scales. Ja, nicht mein Problem, mein Freund. Jetzt sind alle eingesammelt von Guden. Ja? Okay, Guden, du musst jetzt also Maru folgen. So. Was? Gut, das bedeutet hier, Guden, kommst du rauf wieder hier? Wir gehen einfach den kurzen Weg, den Guden sich freigebaut hat. Den Guden. Aber nein, ich habe einfach genug Schuppen, der Rest behalten ist. Also ich komme da nicht hoch. Weg, oder? Kannst du mir den Stopper wiedergeben? Aber ich warte doch mal eben kurz. Ja, kann ich, wo bist du? Ich finde das nicht. Oder? Jetzt hat den Guden... Ach, Guden! Ihr Chaoten, hallo, ihr Chaoten! Was denn? Da unten ist auch noch ein Gang. Wollen wir denn mal eben schauen, ob da noch eine Fledermaus rumflattert? Oh Leute, bitte Guten, nicht. Kannst du den Scrapper wegschmeißen wieder? Den brauche ich nicht. Oh Mann, bitte. Da ist keine Fledermaus. Ich habe gerade nachgeguckt. Wir am besten hier in die Truhe. Da unten drin warst du gerade, ja? Ja, da war ich gerade drin. Ach Mann. Da ist keine Fledermaus, Leute. Und ich bitte euch, Irgendwas hier gerade verlasst meinen Keller.
Jetzt hör doch mal auf zu weinen. Du hast dich reingepackt bisher, du hast noch den Scrapper. Sprachgewalt, ja, hast du schon wieder was abgebaut? Ich musste mich doch hochbauen, ich hab ein Stück Erde abgebaut, meine Güte. Kommst du mit? Hier, komm mit. Ja, ja, hier? Ich bin schon da, du hast ja richtig Panik. Ja, das ist mein Keller. Voll ohne niedlich. Witz. Stopp, da kam gerade jemand von meinem Spawner. Hat er ihm abgebaut, ich töte ihn. Nein, wir haben die Kiste was reingelegt. Wir sind doch nur wieder hier auf dem Server, was soll denn? Mein Gott. Voll Gas. Und übrigens, der Keller... totale Paras. Ja, ich mach mal guten, hier geht's raus. Dein Keller ist übrigens nicht sicher, ne? Weil du, weil man sich reinbauen kann. Ja, ich weiß. Was ist das da? Danke, Papa. Hier, ja. Ach, so, hier. Du hast hier unten vielleicht noch eine Fledermaus. Wie wär's mit einem? Leute, ich höre eine Spinne. Gibt's da einen Außen beim Spawner? Kario, hier ist eine Spinne. Ja, und weiter? Ja, vielleicht ist ja auch eine Fledermaus dann. Na dann, ich habe keine Fackel. Nein, Fackel aber ich habe Fackeln. Wo ist denn wieder der Ausgang? Okay, ich sprach Gewalt, komm mit. Wenn ich nicht das finde, was ich will. Ich bin hier gerade hier unten beim Wasser. Okay, komm hier rauf, da ist der Wasserfall, wo du runtergesprungen bist. Die Höhle ist voll nicht okay. Komische Sachen. Das ist aus wie Alien. Falsch. Wo ist der verdammte Ausgang aus der Höhle? Hierhin, da, ja, gerade hinten. Ist das eine Fledermaus von mir her, oder? Sprach Gewalt. Ja, ja, ist ja gut. Ist Karl, ja, kannst du mir kurz einen Ausweg zeigen? Diamanten. Möchtest du mal wissen, wer dir die Höhle hier geschenkt hat? Ja, ich habe eine Fledermaus. Die habe ich gefunden. Ja, Spaß. Das ist deine Version. So, ich bin hier. Hier entlang, darauf. Darauf, ja. Iskario, wo geht's denn raus? In welche Beim Wasserfall. Beim Wasserfall geht's raus, okay. Wo bist du denn guten? Ich komme jetzt aus der Höhle. Bist du eine Fledermaus hier. Da? Ja. Erst hat er mir eine Fledermaus versprochen, dann hat er sie getötet und dann darf ich nicht mal irgendwas mitnehmen hier, weil das alles sein. Und hier rauf. Alles sein. Wie soll ich denn jetzt hier? Ach so. Ja, baust du bitte einfach jetzt was hin. Ich dachte, aber ich darf hier nichts abbauen. Du darfst nichts abbauen, ja, aber dran bauen darfst du. Und dann weiter? Iskario, ich bin vorsichtig. Ja, du bist nicht vorsichtig, du bist klar. Iskario, nach dem Wasserfall, wo geht's dann lang? Ach ja, Maru, komm mit. Hier rauf, dann darüber, dann da runter. Ich muss mich erinnern, dass ich den Schalter da runter. Das ist doch doof hier. So, das ist Kario. Ja. Der ist Kario. Wir müssen da hoch, ne? Das ist ja gar nichts. Boah, bin ich gerade ganz doof oder so? Ja. Ich bin hinterher. Bist du hier? Ja, gut. Ja, ich bin hinter dir. So, pass auf. Wir gehen hier rauf. Das Fliegen ist schon relativ lässig. Darüber, hier rauf. Warte, ich hab dich verloren. Das geht nicht. Okay, ich hab dich. So, warte. Wo ist denn da der Ausgang gewesen? Hallo, Sprachgewalt. Ja, ich hab jetzt einen Ausgang hochgebaut. Genau, da ist der Wasserfall. Und wie heißt hier das? Entlang, dann da entlang, genau. Mann, ich komm noch nicht durch. Weht hier um die Fledermäuse. Wo? Ohne Spaß, hier sind Fledermäuse. Du Bastard. Fancy, nein. Nein, das seid ihr. Wo geht's denn raus? Ich weiß es nicht. Ist denn hier jetzt raus, wo ich gerade bin, ja, ne? Die Folge ist gleich vorbei. Ich weiß nur, dass du Sprach geworden bist. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich putte mich jetzt da oben. Bin ich jetzt richtig hier, das Kari, oder nicht? Hier geht's raus. Wie geht das? Ja, wir sind richtig. Wir sind hier, da. Hallo? Hier. Ja, hier. Ich bin bei dir. Ja? Hier, da raus. Da musst du raus. Buddel dich raus. Da kann ich nicht. Bitteschön. Okay, und jetzt, So, und hier, da nach links, nach oben. Dann sind wir draußen. Müsste die Folge jetzt zu Ende sein? Oben. Ja, die Folge ist jetzt zu Ende. Es bummelt gerade bei mir. Hier, da rauf und hier, da unten drin ist ein Loch. Ja, weißt, und da geht's raus. Wo? So, ich muss jetzt die Aufnahmen leider beenden. Das müssen wir gleich in den nächsten Aufnahmen machen, wie ich hier von Iskario rausgebracht werde. Ja? In diesem Sinne, herzliches Dankeschön an alle Zuschauer und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.